Wir leben in einer Zeit, in der Begeisterung, Sinn und Werte abhanden gekommen sind. Diesen Befund unserer Gesellschaft stellte Professor Uwe Böschemeier im Rahmen der WKS-Gesprächsreihe Wirtschaft Weiterdenken. Für den Schüler von Viktor Frankl, einem der einflussreichsten Psychotherapeuten des 20. Jahrhunderts und Begründer der Logotherapie und der Existenzialanalyse, spielt die Freiheit eine zentrale Rolle auf dem Weg zu einem sinnerfüllten Leben. Wir sind Zeugen einer rasant verlaufenden technologischen Entwicklung. Wir sind Zeugen einer Internationalisierung des Lebens. Wir sind Zeugen eines gewaltigen Umbruchs in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Ich habe den Eindruck, dass der Pluralismus der Dinge und der Meinungen wesentlich dazu beiträgt, dass Menschen nicht zur Ruhe kommen und dass sie die Stille fürchten wie nichts auf dieser Welt. Und gerade die Stille wäre es, die dazu führte, Antworten zu finden auf die Frage nach einem freieren Leben. Um diese Antworten zu finden, müsse man sich allerdings erst die richtigen Fragen stellen, ist der Verfechter einer wertorientierten Persönlichkeitsentwicklung überzeugt. Wie gehe ich denn um mit der Freiheit? Bin ich frei? Bin ich gehemmt oder bin ich selbstbewusst? Bin ich sicher oder bin ich möglicherweise voll Angst? Was von dem, was ich erahne, was ich leben möchte, lebe ich nicht und so weiter. Das allererste ist, Bilanz zu ziehen, wie ich denn selber mit Freiheit umgehe. Das zweite, ganz entscheidende ist, ich muss begreifen, dass nicht die Welt oder die Umstände oder meine Eltern oder wer auch immer verantwortlich sind dafür, dass ich Leben gut finde, sondern dass ich selber bin. Wer frei werden will, müsse allerdings genau wissen, wofür und worin man frei sein möchte. Wer sich darüber klar ist, für den werden Ziele zu Magneten, die ihn anziehen und den Weg in die Freiheit erleichtern. Weil sich viele Menschen diese existenziellen Fragen aber nicht stellen, gehe ihnen die Begeisterung für das Leben verloren. Vor allen Dingen scheinen sie nicht zu wissen, dass Leben endlich ist. Irgendwann ist die Chance, ein starkes Leben zu führen, also ein freies, vorbei. Das ist das eine. Das andere ist, sie nehmen sich schlicht gesagt zu wenig Zeit, um über sich und ihre Wünsche nachzudenken und darüber nachzudenken, wozu sie überhaupt da sind. Denn das ist meine tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch einen besonderen Platz im Leben hat und es ist seine Aufgabe, den zu suchen. Dem Sinn und den Werten sollten laut Böschemeier auch im Wirtschaftsleben eine viel größere Rolle eingeräumt werden. Ich glaube, ganz wesentlich ist die Wertschätzung, die Unternehmer ihren Mitarbeitern geben. In dem Maße, in dem die Mitarbeiter wertgeschätzt werden, fühlen sie sich angenommen, akzeptiert, werden sie selber freier. Und wenn sie selber freier werden, haben sie mehr Ideen. Und wenn sie mehr Ideen haben, sind sie wertvollere Mitarbeiter. Das ist das eine. Das andere ist, ich denke, es wäre ganz sicherlich utopisch oder scheinbar utopisch. Es wäre so wichtig, wenn Unternehmer und Mitarbeiter viel mehr miteinander sprechen würden. Das ist so wie in einer guten Ehe. Eine gute Ehe lebt davon, dass die Partner miteinander viel sprechen. Und das wäre etwas Großartiges, wenn es möglich wäre, dass die Unternehmer sich mit ihren Mitarbeitern zu bestimmten Zeiten träfen und sich austauschen über das, was sie bewegte. Denn die Frage nach einem Selbst und der Beziehung zum Leben sei auch für Unternehmerinnen und Unternehmer stets eine bleibend wichtige Aufgabe, ist Böschemeier überzeugt.